Hallo, hier ist Gudrun von Stimpelfe. Ich möchte heute mit euch eine Verpackung für den Adventskalender to go basteln. Das sind ja diese kleinen Smarties, die in den Blisterverpackungen drin sind und man jeden Tag einen auslösen kann. Ich habe schon mal einen gebastelt. Ich habe hier die Stanzform. Moment. Unser Zuhause genommen und aus dem Designerpapier. Adventsstädtchen, glaube ich. Ja. Habe ich hier aus dem Designerpapier das Häuschen und auch die Bäume ausgestanzt. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. What's up, everybody? You feel this beat right here? So, das, was ihr dafür braucht, ist folgendes: ein Stück Farbkarton Flüsterweiß in 13,5 x 26 cm. Dann einen Aufleger in Aquamarin, 11 mal 7,5 cm, genau die gleiche Größe, also auch 11 mal 7,5 hat das Stück Designerpapier. Das kommt aus dem Adventsstädtchen. Dann habe ich noch einen Aufleger in Flüsterweiß, der hat das Maß 10,5 mal 7 cm. Den habe ich schon geprägt mit der Prägeform Leise Riedel, das ist schon eine ältere. Die gibt es leider nicht mehr. Aber vielleicht habt ihr die auch oder eine andere. Oder ihr lasst das Papier ungeprägt. Dann habe ich mir dann noch ein Stück zugeschnitten in Aquamarin. Das hat ein Maß von 2,5 mal 10,5. Das habe ich mir mit der Stanzform unser Zuhause, also mit dieser hier, schon ausgestanzt. So war das. Nee. So habe ich mir das ausgestanzt. Und dann habe ich mir aus dem Designerpapier Adventsstädtchen auch mit den Stanzformen die zwei Bäumchen und ein Haus ausgestanzt. Dann braucht ihr noch ein kleines Stückchen Flüsterweiß für den Stempel und zwei Magnete. Wir fangen da mal an mit dem Stück Flüsterweiß. Das falzen wir an der kurzen Seite bei 1 cm. Das mache ich hier rechts. Dann drehe ich mir das um 180 Grad und falze auch hier bei rechts. Rechts bei 1 cm. Dann lege ich es auf die lange Seite und falze dabei 8 cm. Bei 9. Bei 17. Und bei 18 cm. Falze ich jetzt alles einmal nach mit dem Falzbein. Dann schneide ich hier bis zur zweiten Falzlinie ein. Und hier schneide ich es einmal ab. Das mache ich hier genauso. Und diese Klebelaschen hier, die schneide ich einmal ein und schneide mir dann ein kleines Dreieck aus. Und auf der anderen Seite genauso.
wird die Verpackung dann nachher zugeklebt. Das heißt, wir könnten hier schon gleich das Designerpapier aufkleben. Hier kommt die Klappe. Also legen wir es hier mit der Richtung nach oben an. Und vorher kleben wir noch einen Magnet auf, den ersten schon mal. Und der kommt einfach hier hin. So, hier ist der hier versteckt. Nehmen wir hier die Schutzfolie einmal ab. Klebt mir den hier auf. Einmal kurz gut andrücken. Und dann können wir das Designerpapier aufkleben. Okay. Dann können wir das auch schon bekleben. Erstmal mit dem Farbkarton in Aquamarin. Hätte ich fast vergessen. Ich runde mir vorher noch die Ecken ab hier vorne. Sieht ein bisschen stimmiger aus. Das habe ich ja hier auch gemacht. Das mache ich mir jetzt auch. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Dann mache ich auf dem geprägten Papier, runde ich mir auch die Ecken ab. Dann muss ich mir immer überlegen, die dicken Schneeflocken, möchte ich die unten oder oben haben? Ich lasse sie oben, weil unten haben wir ja schon die Häuser und die Bäume. Dann sieht man eh nicht mehr da viel davon. So. Das klebe ich dann auch hier auf. Und dann das runden wir uns auch ab. Das ist ein bisschen schwierig, weil es nur so eine kurze Anlegefläche hat. Gerade hier das letzte Stück. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mal, ob es passt. Ja. Das klebe ich auch mit Flüssigkleber auf. So. Dann kommen wir hier das Haus und die beiden Bäumchen. Erst das Haus, dann nehme ich Dimensions, zu einem oberen Bereich, denn unten, wir haben hier ja schon eine kleine Erhöhung durch diese zweite Stück Farbkarton, das
deswegen klebe ich mir da nur einen Flüssigkleber an der unteren Seite. So. Und das mache ich bei den Tannen genauso. Hier noch ein Stück, ein bisschen Flüssigkleber. Na. Und die letzte. So. Dann können wir uns jetzt die Box schon zusammenkleben. Und zwar gebe ich hier auf die kleine Klebelasche Flüssigkleber auf und klebe die an der Rückseite fest. Bisschen andrücken, damit er anzieht. So, ihr weiß genauso. Ups. Und dann klebe ich das jetzt hier auf. So, und fehlt jetzt noch der zweite Magnet. Hier ist er. Den lassen wir hier am Designerpapier einmal anschnipsen. Mach die Folie ab. Und verschließt die Box. Und drückt mir die hier ein bisschen an. Kann dann schon mal die in den Adventskalender einlegen. So, es fehlt nur noch der kleine Spruch. Und der kommt aus dem Stempelset Das Schönste zum Fest. Das gibt es leider nicht mehr. Das war ein Gastgeberin-Set aus dem letzten Jahr. Aber da ist halt der Spruch Adventskalender für unterwegs drin. Wenn ihr das nicht habt, ihr könnt euch das ja auch einfach ausdrucken auf weißen Cardstock und dann zuschneiden. Oder ihr nehmt so ein das Set aus der Kreativwerkstatt und setzt euch das zusammen. So, hier ist das Stück Flüsterweiß. Memento. Na, habe ich schon geschmiert. So. Das schneide ich mir jetzt eben zurecht.
What's up, everybody? You feel this beat right here? Yeah, yeah. Here we go. Hey! We about to stamp this out. So if you feel mad, come on. Come on. I jumped in my car. So, und das kleben wir uns auch mit der Menschenliste auf. Nämlich die kleinen. Geben wir uns das hin hier bei der kleinen Tanne. Ja. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis bald. Tschüss.